Ja, moin, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Ausgabe von Gartenland. Puh, ja, es ist kälter geworden. Also man merkt, die zwei Wochen oder was das waren, oder zweieinhalb Wochen, die wir jetzt echt schönes Wetter gehabt haben, die waren im Moment wirklich voll Power. Also man hat das sofort gemerkt. Ich habe hier wirklich täglich Anfragen gehabt. Also jetzt nicht 10 Stück oder so, aber so im Schnitt kann man sagen, jeden Tag eine bis zwei. Ob ich irgendwas machen kann, was angucken kann, etc. etc. Boah, das war jetzt wieder, also der Februar war wieder jetzt Bombe. Kann man nicht anders sagen. Ja, jetzt irgendwie März, 3. März. Ja, ihr hört es vielleicht ein bisschen plätschern hier. Den ganzen Tag ist schon Regen. Ja, aber das schreckt die Leute anscheinend nicht zurück. Ich habe heute Morgen um 6:30 6:30 sonntags eine Anfrage bekommen, ob ich denn heute irgendwie so ein Plattenfundament legen kann für eine Gartenhütte. Ja, muss unbedingt heute passieren. Er muss unbedingt die Gartenhütte aufstellen. Sein ganzer Garten liegt voll mit seinem ganzen Zeug, was vorher irgendwie im Schuppen war. Und also echt heftig. Also die Leute schrecken von nichts zurück, ne? Naja, ich habe dann heute Morgen so ein bisschen mit ihm hin und her geschrieben. Ich habe gesagt, nee, guter Mann, also ich bin im Moment, ne, ausgelastet genug. Gerne morgen wieder. Aber ne, einmal würde den Sonntag für mich lassen, einfach mal zum Entspannen. Weil wenn man wirklich irgendwie die ganze Woche sowieso schon arbeitet, dann quasi, also 40 Stunden, und dann also quasi in der Woche nach Feierabend ja quasi noch weiterarbeitet, so ein paar kleine Aufträge erledigt und dann samstags ja meistens immer noch irgendwie was macht, dann muss irgendwie, wenn es nicht wirklich ein absoluter Notfall ist, auch wirklich mal sonntags Ruhe sein. Ich habe ihnen aber gesagt, kein Problem, ich kümmere mich trotzdem irgendwie darum, dass da jemand herkommt, und habe dann eben halt eine befreundete Firma angerufen von mir. Ich habe gesagt, Mensch Jungs, wie sieht's aus? Wollt ihr heute ein bisschen was machen oder so? Wird auch extra bezahlt. Ich sage, ihr könnt den Auftrag gerne haben. Ne? Naja, so ganz richtig Lust hatten sie, glaube ich, auch erst nicht, aber sind dann trotzdem hingefahren und waren, glaube ich, auch nach anderthalb Stunden durch mit zwei Mann. Haben gutes Geld kassiert. Gleich noch einen Folgeauftrag gesichert. Klar, das ist mir jetzt durch den Lappen gegangen, aber ich hoffe, dass das bei den beiden auch im Kopf bleibt, dass ich denen jetzt schon mittlerweile ganz gute Aufträge rübergeschoben habe und die da auch gutes Geld mit verdient haben. Das waren die beiden quasi, die auch mit mir da im Dezember die ganzen Tannen und sowas weggemacht haben. Und dann auch so die ganzen Erdarbeiten dann nachher mit Baggern und so gemacht haben. Ja, also da würde ich sagen, hoffe ich mal, dass irgendwann mal auch ein bisschen was wieder zurückkommt. Das ist es eben halt nämlich immer so ein Geben und Nehmen. Und davon ja, leben halt Leute, die es so auf kleiner Basis irgendwie machen. Davon lebt man eben halt so ein bisschen, ne? Ja, nee, das nur so viel mal eben am Rande. Ich habe heute auch eigentlich gar kein spezielles Thema, weil wie gesagt, deshalb kommt auch erst heute das Video. Es war im Moment jetzt wieder echt Wahnsinn. Gestern noch die ganze Zeit gearbeitet. Ich bin zu noch nichts großartig gekommen. Auch kein großartiges Thema hier für heute. Ich wollte euch jetzt gerne noch ein bisschen was anderes zeigen, aber jetzt bei dem tollen Wetter wird das auch nichts. Ich mache nämlich hier jetzt gerade zu Hause so ein kleines Gartenprojekt bei mir selber. Aber ich schätze mal, das wird ein ziemlich langes Gartenprojekt, weil ich da selber gar nicht so richtig zu komme. Ich habe da jetzt schon angefangen. Und zwar geht das darum, das wird so ein kleiner Poolbereich, wo ich so ein bisschen erstmal die Erde auskoffern werde. Dass der Pool nachher quasi ein bisschen tiefer kommt.
Und dann eventuell so ebenerdig mit so einer Holzterrasse dann umrandet wird. Das heißt, man geht so ein bisschen so ein paar Stufen hoch, hat dann so eine Holzterrasse und kann von da aus dann so direkt in den Pool plumpsen. Wobei ich noch gar nicht genau weiß, ob es ein großer Pool wird oder mehr so einfach nur so zum chillig reinsetzen und abkühlen im Sommer. Vielleicht irgendwann nochmal so eine Überdachung drüber oder sowas. Ich muss mal gucken. Also ganz hundertprozentig, wie es aussehen soll, weiß ich noch nicht, aber die grobe Richtung, ne? Ja, was haben wir denn sonst noch gehabt, so Lustiges jetzt die Woche über? Genau. Gestern, ich habe einen Kunden, der rief mich irgendwie oder hat mir am Mittwoch oder so geschrieben, ob ich irgendwie vorbeikommen könnte. Da habe ich schon ein paar Mal jetzt gearbeitet, wieder so ein bisschen seine Hecke zurückschneiden oder irgendwie sowas und so ein bisschen sauber machen. Ich sage, ja gut, klar, kriege ich alles hin. Ich sage, ich muss gucken, ob ich das irgendwie zwischenschieben kann, Samstag oder so, dann komme ich mal eben rum. Da viel Zeit habe ich nicht, aber das schiebe ich da mal eben dazwischen. Ich sage, können wir ja dann nochmal in Ruhe besprechen. Sagt er, nee, ich bin im Moment im Krankenhaus und ich muss im Moment alles von hier regeln. Ich sage, oh, naja, gut, okay. Ich sage, aber meine Frau ist da. Ich sage, okay. Er sagte, ja, halt was von Hecke schneiden am Tor und so. Da wächst die irgendwie doller als an der anderen Stelle. Und ich dachte, ja, Hecke, ja. Gut, komm dann hin, das große Einfahrtstor, guck die Hecke an und denk, jetzt so richtig gewachsen. Kann man jetzt ja gar nicht sagen, aber ich schneide sie trotzdem mal eben einmal nach. Naja, alles erledigt, die ganzen Beete sauber gemacht, ein paar Büsche in den Beeten beschnitten, ein bisschen Buchsbaum. Ja, pack dann alles ein, habe auch alles schön sauber gemacht, mit dem Laubpuster alles abgepustet etc., alles aufgeladen. Hab dann geklingelt bei der Frau, ich sag so, ne, ich bin durch. Und wann schneiden Sie die Hecke? Ich sag, ja, habe ich doch gemacht, ne? Ja, nee, hinten die Hecke. Ich guck, hinten, okay. Ja, da wo dieses Gartentor, die Gartenpforte drin ist, da wächst das irgendwie doller als in dem anderen Bereich oder so. Ich so, ach, okay, alles klar, jetzt, das erklärt einiges, ne? Ich sag, Mensch, da habe ich irgendwie ihren Mann falsch verstanden. Ich sage, ich habe die andere Hecke geschnitten. Ich habe mich selber schon ein bisschen gewundert. Ich sage, kann ich noch machen? Ich sage, nicht heute. Ich muss gleich noch zum anderen Auftrag hin. Ich sage, ich komme die Woche über. Ich sage, ich komme die Woche über noch mal eben her und schneid das nach. Ne? Ich sage, ich berechne auch keine Anfahrt oder so. Das mache ich dann so mit. Ne? Ich sage, es ist mein Fehler, war ein Missverständnis. Ja, sie hätte sich auch schon gewundert und so, wann ich damit anfange, weil ich schon unten alles sauber gemacht habe und so. Aber sie wollte erstmal nichts sagen. Ich sage, nee, ist schon gut. Passiert mir auch nicht immer. Naja, kommt halt mal vor, ne? Wenn man eben halt nicht direkt mit dem Kunden so einen kleinen Gartenrundgang macht und einen genau zeigt, was gemacht werden soll. Das ist eben halt das Problem, was ich in meinem letzten Video auch schon sagte. Viele rufen einfach nur an und sagen, fahren Sie mal in meinen Garten, ne? Da hinten, da ist nur eine Hecke, schneiden Sie die mal auf 1,30 runter. Und der meinte einfach nur 1,30 Meter runter von der Höhe und ich schneide dann vom Boden aus auf 1,30 Meter Höhe. Das sind dann halt so Missverständnisse, ne? Die vielleicht mal auftreten können. Aber in der Regel, bis jetzt ging eigentlich aber alles gut. Jetzt, gut, halt ein kleines Missverständnis gewesen. Aber das war mein Fehler. Und deshalb, also, gut, klar, die andere Hecke hätte auch einen Schnitt vortragen können. Habe ich auch nur ein bisschen nachgeschnitten, das waren 10 Minuten, das ist nicht so schlimm. Alles gut, ja, passiert. Was hatten wir denn noch? Ja, dann habe ich mir noch einen Auftrag angeguckt, Zaun aufbauen. Das ist immer so ein schwieriges Thema bei Kunden. Wenn dann immer heißt, was kostet das denn, was kostet das denn? Ich sage, also wenn die Löcher schon alle vorhanden wären, könnte ich Ihnen genau einen Preis sagen. Aber da ich nie in diesen Boden reingucken kann und nicht weiß, ist da drunter noch irgendwie Steine, Baumwurzeln, die man jetzt nicht mehr sieht. Ich sage, wenn wir bei jedem Loch irgendwie erstmal
ein Fundament wegstemmen müssen oder so, dann da kann ich Ihnen keinen genauen Preis sagen. Ne? Also so mache ich das auf jeden Fall. Ich sage, ist so ein bisschen abhängig davon, wie gut wir die Löcher reinkriegen. Ich sage, ich kann Ihnen so einen Preis sagen von, wenn alles gut läuft, bis, ne, bis zum schlimmsten Fall. Ich sage, aber das ist ja ein Neubauhaus hier. Da wird bestimmt ja die ganze Erde einmal umgegraben worden sein oder mal eben ausgekoffert worden sein. Und dann sagte aber der Eigentümer schon, nee, also hier stand mal ein Bauernhaus und ja, als sie hier selber schon ein bisschen gebuddelt haben, sind die schon oft auf Steine und so getroffen. Ich sage, ja gut, ich sage, müsste man dann, muss ich dann vor Ort entscheiden, ne? Weil mir bringt der beste Erdbohrer nichts, wenn da irgendwelche alten roten Backsteine drin liegen in der Erde, da kommt der Erdbohrer dann auch nicht raus, das ist dann alles Handarbeit. Und bei circa, was sind das, ich muss mal überlegen, ich glaube 40 Löcher ungefähr, die gebuddelt werden müssen. Das ist so ein Risiko, da kann man nicht irgendeinen Festpreis sagen. Ich habe zwar gesagt, ne, gehen Sie mal von maximal Summe X aus. Ja, dann schlucken die natürlich erstmal. Ich sage, ich gehe aber davon aus, dass es alles besser und schneller gehen wird. Aber ich habe keine Glaskugel, ich habe auch keinen Röntgenblick. Wenn Sie gerne selber die Löcher alle vorbuddeln wollen, dann mache ich Ihnen das nur einem guten Festpreis, den Zaun aufbauen. Aber ansonsten, ich kann halt nicht reingucken, ne? Naja, hat der Kunde dann noch gleich eingesehen, sagt er, ja, nee, ist logisch, klar. Kann man halt nicht so berechnen, ne? Ich sag, nee. Ja, nee, das haben wir gemacht. Was war denn noch so? Ach, naja, dann habe ich noch so ein bisschen Gartenpflegearbeiten gehabt. Ja, der kleine Hecke schneiden, das war eigentlich ein schöner Auftrag. Alles, was wir noch so im Februar machen konnten. Und ja, jetzt sitze ich halt hier und es ist Sonntag, jetzt regnet es. Ich dachte, jetzt mache ich euch nochmal eben unser Sonntagsvideo hier oder Wochenendvideo. Aber wie gesagt, ich habe heute nichts vorbereitet. Deshalb kann ich euch nur mal so ein kleines Update machen, was ich heute oder was wir so gemacht haben diese Woche über. Ja, aber wie gesagt, also tatsächlich, sowas gibt es 6:30 morgens, ich weiß gar nicht. Ja, ich habe mein Handy hier in der Tasche, ich könnte euch das jetzt zeigen. 6:30 kam die Anfrage, das ist echt Wahnsinn. Wie Leute so morgens um 6:30 auf den Sonntag auf die Idee kommen, ich muss jetzt mal so ein paar Leute anschreiben, die irgendwie so Arbeiten machen. Mal gucken, ob sich einer meldet und das erledigt. Wahnsinn. Na, ich bin froh, ich konnte ihm irgendwie weiterhelfen. Halt jemanden dahin schicken, die das für ihn machen. Alles gut. Auch wenn ich da jetzt in dem Sinne nichts von gehabt habe, außer eine halbe Stunde hin und her texten. Konnte ich wenigstens den anderen beiden Jungs helfen. Die haben wirklich für die kurze Zeit haben die gutes Geld verdient. Zwar pitschnass geworden auf den Sonntag, aber ich glaube, die sind ganz froh. Ja, nee. Ja, was habe ich sonst so? Will ich euch jetzt nicht großartig zeigen. Ich mache ja noch so ein bisschen Gemüseanbau. Da werde ich euch dann zeigen, wenn es da ein bisschen weiter vorangeht. Im Moment stehen die Pflanzen auf der Fensterbank. Hab wieder ein paar Tomaten, Gurken. Und das war's, glaube ich, auch schon. Tomaten und Gurken nur. Die stehen jetzt schon auf der Fensterbank. Teilweise so, wenn es doch ein bisschen zu dunkel ist, kriegen sie abends noch so ein bisschen hier dieses LED-Licht. Dass sie ein bisschen auch vernünftig wachsen. Ich mache das halt immer ganz gerne. Ich fange so gerne schon so im Februar damit an, Anfang Februar. Auch wenn es vielleicht Blödsinn ist oder so. Aber ich habe da halt Spaß dran. Aber ich will euch das jetzt nicht jedes Jahr wieder aufs Neue zeigen. Ich glaube, einmal reicht. Wenn es dann draußen ein bisschen wieder vorangeht, wenn ich die Beete bestücke oder so, dann werde ich mal ein kleines Video davon machen. Da gibt es nämlich eigentlich auch sonst nichts Großartiges Neues. Wie gesagt, ich schaue mal, dass ich nächsten Sonntag da von meinem kleinen Swimmingpool-Projekt ein bisschen was filme.
falls es jemanden interessiert. Ansonsten werkzeugtechnisch hat sich bei mir auch nichts im Moment großartig getan, weil wir wirklich die Woche über mehr gearbeitet haben. Mein Schweißprojekt, also mein Schweißgerät, was ich mal erzählt habe, habe ich ja leider nicht bekommen. Aber ich bin da immer noch hinterher. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich brauche, aber ich hätte irgendwie gerne mal wieder so ein Schweißgerät. Gerade irgendwie so, weiß ich nicht, so ein WIC oder ein MAC-Schweißgerät. Ich kann mich noch nicht so ganz entscheiden. Wenn ich jetzt überlege, ich habe die letzten paar Jahre nicht großartig geschweißt. Ich habe hier so ein kleines Elektrodenschweißgerät stehen. Da habe ich immer so ein bisschen was mit festgebrutzelt, wenn ich mal was hatte. Aber ja, im Moment ist das so ein Haben-Wollen. Ne? Man kann eben halt schön mal was vielleicht an den Häcksler unten, an den Rahmen schweißen oder so. Weil mir fällt auf, wenn man den so alleine bedienen will, den Jansen-Häcksler. Und man muss den irgendwie doch mal über eine längere Strecke irgendwie schieben oder ziehen oder so. Es fehlt irgendwie so, ja, so ein drittes Rad vorne, ne? Also ihr habt hinten die beiden, dann könnt ihr ja vorne anfassen, aber ihr müsst den immer hochheben und immer so ziehen oder so, ne? Das ist, also da fehlt irgendwie so ein, ja, wie so ein Rad beim Anhänger, was man mal eben so ein bisschen runterkurbeln kann und den so auf drei Rädern einfach gemütlich irgendwie ziehen kann. Das wäre schon echt praktischer, wenn man alleine ist. Da habe ich Bock, mir irgendwie sowas zu basteln und dafür wäre so ein Schweißgerät gar nicht verkehrt. Aber naja, schauen wir mal. Ja, was haben wir sonst noch gemacht? Letztens Zaun aufgebaut und Tanne. Ich weiß nicht, ob ich das noch erzählt hatte. Ich glaube ja, da haben wir noch eben schnell eine Tanne geköpft. Das war alles easy. Ja, so ein Doppelstabmattenzaun aufgestellt. Auch alles gut. Ja, ihr merkt schon, ich habe heute irgendwie gar nicht viel. Echt ein bisschen langweilig, aber vielleicht habt ihr ja was. Also ich, oh nein, jetzt ist meine Fernbedienung weggefallen. Oh nein. Also, wenn ihr mal irgendwie, weiß nicht, was wissen wollt, ne? So, ey Kai, erklär mal dies und dies oder wie machst du das und das? Ach stimmt, ich hatte letztens ja noch Zuschauerfragen, ne? Seht ihr, jetzt habe ich ich hatte da noch eine Frage. Oh, jetzt fällt sie mir schon wieder nicht ein. Da hatte ich noch gedacht, ach stimmt, siehst du, das wollte auch noch jemand wissen. Genau, es ging irgendwie um das Gewerbe. Er wollte auch ein Gewerbe machen und hatte, glaube ich, gefragt oder hatte ein bisschen Bedenken, so wie das ist mit Aufträge rankriegen und so. Also ich habe das ja schon erzählt, also das kommt, wenn ihr das über eine Zeit lang macht oder so, das kommt ganz von alleine. So wie jetzt bei mir im Moment auch. Also wie gesagt, letztes Jahr war mega, was Arbeit anging. Es hat auch echt Spaß gemacht das ganze Jahr über, auch wenn es viel war. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ne? Also so ein Gewerbe anmelden ist keine große Sache, so ein Kleingewerbe. Und es macht echt Spaß. Also wenn man da irgendwie Lust zu hat oder so, macht es nachher echt Spaß. Und ihr müsst nicht wirklich viel Geld investieren am Anfang. Einfach um es auszuprobieren. Ihr werdet jetzt nicht im ersten Jahr gleich die dicken Tausender machen oder sowas. Darum geht es ja auch erstmal gar nicht. Sondern einfach nur gucken, liegt mir das wirklich? Habe ich da Bock drauf? Kann ich gut mit Kunden umgehen? Und wenn ihr wirklich gut wart und zuverlässig und jetzt nicht irgendwelche Wahnsinnspreise zum Schluss aufgerufen habt, werden die Leute sich über die Jahre immer wieder bei euch melden. Wenn ihr dann immer wieder zuverlässig seid, dadurch baut man sich halt Stammkunden auf. Das ist so. Das kann ich jetzt einfach so aus Erfahrung sagen. Ich habe jetzt ein schönes Video gesehen von Baumpflege Mertens. Sei gegrüßt an dieser Stelle, falls du es siehst. Das finde ich auch gut, dass er einfach sagt, er bezeichnet sich ja als klein. Ja, für mich, ich finde ihn schon ganz groß in dem Sinne, so was er an Maschinen oder so hat. Das heißt, ja doch, er hat eigentlich schon echt super Maschinen. Auch die Trailer finde ich richtig geil von dem. Also die Anhänger, die Maschinen sowieso. Das ist natürlich was,
ja, wo ich jetzt als One-Man-Show hier oder beziehungsweise mit meinen Kollegen zusammen oder selbst, ne, wie gesagt, ich habe einen festen Job, das ist ja alles nebenbei, was ich mache hier. Da lohnen sich solche Maschinen für mich nicht. Das muss man immer im Verhältnis sehen. Also wenn ich jetzt irgendwie umswitchen würde und würde sagen, ich will das hier, meine ganzen Gartenarbeiten jetzt komplett vollberuflich machen. Also viele fragen mich auch schon immer so, warum machst du denn das nicht vollberuflich, wenn das so gut läuft und so. Ja, kann ich euch beantworten. Ich habe eigentlich einen guten Job. Und da bin ich, ja, was heißt, auf der sicheren Seite kann man nie sein, aber mittlerweile bin ich in der Firma auch schon über 11 Jahre. Oder sind es jetzt sogar schon 12? 12 Jahre bin ich da jetzt. Ja, ich habe da alles, was ich brauche, sitze im Trockenen. Ja, bin quasi ja rentenversichert, krankenversichert, alles gut abgesichert. Ja, warum sollte ich das aufgeben? Also das würde ich höchstens machen, wenn es mal irgendwie richtig knallen würde oder ich da absolut keinen Bock mehr drauf hätte oder so. Oder weiß der Geier was. Dann würde ich natürlich diesen Schritt nochmal wagen. Ne? Dann würde ich tatsächlich sagen, okay, ich werde es jetzt einfach mal so aus der Not raus machen, mich hier voll reinknien und es läuft. Also wenn man sich reinkniet und wirklich auch Bock darauf hat, habe ich ja, aber es ist immer ein Risiko. Es ist immer ein Hintergedanken, oh Kacke, was machst du in den Wintermonaten, wenn du nicht genügend Aufträge kriegst oder so. Und immer dieses so ein bisschen mit der kleinen Angst im Hinterkopf leben, oh Mann, wenn jetzt mal 1, 2, 3 Monate keine Aufträge reinkommen, wie soll man die ganzen laufenden Rechnungen bezahlen? Ne, viele, die, also klar, wenn man es nie wagt, wird man es auch nie rauskriegen. Es wird immer gute und schlechte Zeiten geben, aber ja, warum soll ich eigentlich, also warum soll ich was Sicheres aufgeben und jetzt hier so komplett in die Selbstständigkeit gehen? Vor allem, ich müsste vielleicht eventuell, naja, mehr Maschinen bräuchte ich eigentlich gar nicht. Das hätte ich ja alles. Also da müsste ich gar nicht großartig was ändern oder so. Also werkzeugtechnisch bin ich ja schon gut ausgestattet. Vielleicht noch die eine oder andere Sache. Geldrücklagen wären auch zur Not da, aber ja, warum sollte ich es jetzt machen und jeden Abend vielleicht im Bett liegen und grübel, oh, habe ich nächste Woche auch wieder Aufträge oder, ne? Nee, das würde ich jetzt also wirklich höchstens machen, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas über Kopf gehen würde oder so und ich würde sagen, nee, bevor ich jetzt arbeitslos mich melde oder so, dann mache ich diesen Schritt. Aber vorher bräuchte ich es nicht. Also ich würde mich dann vielleicht noch mit 2, 3, 4 anderen zusammentun und das Ganze dann auch größer aufziehen. Das wäre kein Problem, die hätte ich. Aber jetzt im Moment, so wie es ist, läuft es eigentlich super. Ja, Punkt. So wie es ist, läuft super. Also kann mich nicht beklagen. So, wo bin ich jetzt ein bisschen von abgeschweift? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das Video wird auch schon wieder zu lang. Oder ich muss mal drauf gucken. Ich will mal drauf. Oh, 23. Also das ist jetzt, glaube ich, heute mal so ein guter Zeitpunkt, um auch langsam aufzuhören. Ja, also schreibt mal rein in die Kommentare. Was habt ihr nochmal Bock drauf zu sehen oder so? Ne? Also, ich muss zugeben, ich schweife jetzt mal. Ach genau, das wollte ich nochmal ansprechen. Gerade so YouTube oder so jetzt hier. Ja, man denkt immer so, ach Gott, jetzt der setzt sich hin und dreht jetzt hier mal eine halbe Stunde ein Video oder auch mal ein bisschen länger. Meistens wird es ja immer ein bisschen länger. Ach, das ist ja kein großer Aufwand oder so, aber doch echt, also ja, es ist jetzt kein großer Aufwand, weil ich auch nicht großartig jetzt dieses Video großartig bearbeite oder sowas. Was jetzt auch schon einige Mal geschrieben haben, so, ja, ist jetzt nicht so geil und so. Nee, ist es auch nicht. Nein, ich zeige euch eben halt wirklich das, was ich so mache und erlebe und so, wie es ist. Und ich will euch halt nichts verschönigen, ne?
sondern wirklich, ich will es auch nicht zu aufwendig betreiben, weil jetzt komme ich zu diesem Punkt, hatte mich einer angeschrieben, so, was verdiene ich denn jetzt hier auf YouTube mit meinen Videos? Ihr könnt euch ja angucken, wie viele Abonnenten ich habe. Also da kann man kein Geld mit verdienen. Also ich bin da noch gar nicht großartig auf die Idee gekommen. Jetzt, als derjenige mich dann angeschrieben hat, ich sage, nee, gar nichts. Das ist so just for fun. Einfach nur, um vielleicht einigen Leuten, die irgendwie was so mit Garten, Haus und Garten oder so zu tun haben, oder Kleingewerbe oder Werkzeuge sich interessieren, so ein bisschen zu unterhalten, vielleicht auch zu helfen. Also ich muss sagen, es gibt hier wirklich so auch ein paar jetzt unter meinen Abonnenten, mit denen schreibe ich halt, ich sag jetzt mal, regelmäßig WhatsApp-Nachrichten oder so. Ne? Ja, die schicken mir halt so gerade so, was die so machen. Gibt es halt so ein paar, die, das ist halt, was soll ich ja sagen, das ist eben halt nett oder sympathisch oder wie auch immer. Ich mache das wirklich just for fun. Und einige haben gesagt oder geschrieben so, ja, du könntest ja Geld damit verdienen und so, ne? Dafür brauchst du auch nicht viele Abonnenten. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen auf YouTube mir Videos angeguckt, so, ne, wie verdient man mit YouTube Geld? Ja, eben halt entweder durch Werbung, aber da würde immer vor meinem Video und ja, irgendwie so ein Werbeding eingeblendet werden zwischen den Videos, und dann kommt immer irgend so ein Banner, blinkt dann auf, und das ist das, was mich ja eigentlich bei anderen Videos nervt. Und das will ich euch eigentlich gar nicht antun, das will ich auch gar nicht machen. Mir geht es auch nicht großartig jetzt hier damit Geld zu verdienen oder so. Klar wäre das immer ein schöner Nebeneffekt, würde man wenigstens, wenn man hier so eine halbe Stunde im Kalten sitzt, auch irgendwie entschädigt werden. Weil es dann auch hieß so, ja, wenn du dir Sachen kaufst oder so, du kannst das ja dann auf Amazon irgendwie verlinken. Oder ja, man setzt dann halt unter sein Video so einen Link, wo man das bei Amazon kaufen kann, und wenn dann andere Leute da draufklicken, dann kriegt man da irgendwie für Geld. Und ja, weiß ich nicht. Lohnt sich das wirklich? Dafür braucht man auch nicht irgendwie tausende von Abonnenten oder sowas. Das kann man eigentlich jetzt theoretisch schon machen. Das würde ich vielleicht noch machen, aber so richtig Lust. Na, ich könnte euch jetzt zum Beispiel den Kompressor, das Schleifgerät und weiß der Geier alles, was ich irgendwie so im Internet kaufe. Da könnte ich natürlich jetzt immer einen Link drunter setzen und sagen, hier, also wenn ihr euch, wenn das Gerät euch irgendwie gefallen hat und das ist voll das super Gerät, obwohl das vielleicht voll scheiße war, aber ich nur will, dass ihr irgendwie auf diesen Link klickt, damit ich irgendwie, keine Ahnung, 1,50 Euro verdiene. Ach nee, das ist ja genau das, was ich ja nicht will, ne? Also ich will euch ja Sachen zeigen und erklären und sagen, die sind geil oder nicht geil. Und nicht irgendwie sagen, oh, die sind voll geil, obwohl die voll scheiße sind und ich die am liebsten gleich in die Ecke schmeißen würde oder zurückschicken würde. Ja, nur um ein paar Euros noch zu verdienen. Klar könnte man da bestimmt, wenn man das richtig aufzieht, ganz gutes Geld mitmachen. Wenn man glaubwürdig auch rüberkommt. Aber das will ich nicht. Deshalb habe ich für mich entschieden, ich will euch diese ganze Werbekacke gar nicht antun. Sondern einfach so, wie es ist. Einfach nur viel scheiße Gelaber. Viel zu langes Gelaber. Ja, darum geht es eigentlich. Ja, ich weiß, ich rede wirklich zu viel und zu langweilig. Deshalb, ihr schreibt jetzt einfach mal rein in die Kommentare. Oder schickt es mir echt per WhatsApp-Nachricht. So, na, vielleicht habt ihr auch irgendwelche Sachen, wo ihr sagt, keine Ahnung, macht da mal speziell nur von dem Teil irgendwie mal ein Video oder so. Ja, die meisten Geräte habt ihr ja schon alle gesehen. Und die meisten Erklärungen gibt es ja auch im Internet. Also ich werde jetzt mal vielleicht irgendwie mal gucken, wo ich jetzt irgendwie mal was habe. Das werde ich mal selber irgendwie auf YouTube gucken, ob es da schon Videos zu gibt. Wie so eine Art Erklärvideo, Unboxing, irgendwie sowas in der Richtung. Nein, Unboxing vielleicht nicht, aber
einfach so ein Erklärvideo, falls das was ist, wo ihr sagt, ja, macht sowas mal. Ich weiß, ihr würdet gerne sehen, keine Ahnung, die Aufträge, die wir so erledigen, aber dieses ganze Datenschutzding und mit den Kunden, wenn die gerade so nach Zeit bezahlen oder so, dann ist das, ich finde es so blöde, auch dann irgendwelche Kameras da aufzustellen, wo der Kunde denkt so, ey, ihr arbeitet nach Stunde, jetzt, ne, dieses Film, auch wenn da die Kamera nur steht oder so, man muss immer hin, Stopp drücken, Aufnahme drücken, die Kamera anders hinstellen. Ja, das ist irgendwie so, ich mag das nicht unbedingt jetzt den Kunden irgendwie antun. Wenn das so Aufträge sind oder so Kunden sind, wo ich sage, okay, naja, das ist kein Problem, da können wir das machen, dann werde ich das dann gerne mal jetzt diesen Sommer über mal tun. Dann nehmen wir mal die Kamera ein bisschen mit. Habe ich jetzt ja auch schon bei 2, 3, 4, 5 Aufträgen mal gemacht. Ansonsten, ja, schreibt es einfach mal rein, so, wo ihr Bock drauf habt, was ihr sehen wollt, damit ich quasi auch mal, ne, damit ihr nicht immer nur so ein Gelaber hören müsst. Das werdet ihr sowieso ertragen müssen, aber eben halt vielleicht das, was euch auch interessiert. Was hatte ich denn noch irgendwie Interessantes? Über irgendwas habe ich mich auch noch aufgeregt, ey. Ach, was war es denn noch? Ja, seht ihr, so die ganze Woche über sammle ich so Eindrücke und dann, wenn ich so ein Video drehe, da seht ihr auch, ich bereite mich nicht großartig vor. Ich rede einfach drauf los. Ich weiß noch gar nicht, wie ich dieses Video überhaupt benennen soll. Einfach nur blödes Gelaber-Video. Weil mehr ist es leider ja heute nicht. Ja. Ich weiß nicht weiter. Ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt auch Feierabend. Schreibt's rein in die Kommentare. Was wollt ihr sehen? Ich mach's. Ich weiß, heute ist echt, muss ich zugeben, ein Daumen runter Video. Wenn ihr trotzdem sagt, egal, die Mühe belohnen wir dir trotzdem, haut einen Daumen hoch. Aber heute war eben halt nichts großartig Interessantes, glaube ich, mit dabei. Einfach nur mal ein bisschen sabbeln. Aber ich will euch trotzdem ein versprochenes Video geben und deshalb kriegt ihr heute auch eins. Ja, abonniert mich trotzdem gerne mal. Finde ich immer super. Aber viel wichtiger ist, ne, dass ich ein Video für euch machen will, was euch interessiert. Also tut mir den Gefallen, schreibt's rein. Bis jetzt, glaube ich, filme ich auch oder erkläre ich auch immer Sachen, die ihr irgendwie euch wünscht, irgendwie so, ne, zeig mal dies, zeig mal das, mache ich dann auch, wenn ich es nicht gerade irgendwie wieder vergessen habe. Was ich natürlich ganz gut finde, viele Fragen kommen auch wirklich über WhatsApp oder so. Das ist echt heftig. Ich glaube, das geht auch einfach einfacher, irgendwie mal eben eine WhatsApp-Nachricht zu schicken, wo mich eben halt viele auch was fragen. Und wenn ich da helfen kann, beantworte ich euch das alles natürlich ganz gerne. Also in diesem Sinne, wenn ich jetzt hier den Stopp-Knopf oder meine Fernbedienung wiederfinde, die mir gerade runtergeknallt ist, dann werde ich auch dieses Video beenden. Ansonsten wünsche ich euch erstmal noch eine schöne Arbeitswoche und wir sehen uns dann zum nächsten Wochenende. Und ich hoffe, ihr habt ein paar Wünsche reingeschrieben, dass ich da mal ein vernünftiges Video wieder machen kann. Oder ich euch vielleicht mit der Kamera die Woche über schon mal irgendwo mit hinnehme. Gut, alles klar. So, wo habe ich meinen Stopp-Knopf? Da. Also, macht's gut, euer Kai von Gartenland.